herzlich willkommen zu einem kleinen Video, einer Vorstellung des Moveo Van 63 EB. Wir sind hier auf der Caravan-Messe in Düsseldorf. Beim Caravan-Salon in Düsseldorf 2022. Dieses Modell ist hauptsächlich in Schwarz-, Grau- und Weißtönen gehalten. Schönes großes Display fürs Radio, Funktionslenkrad, Panoramafenster, das man nicht aufmachen kann, dass man aber ein Fliegengitter hat. Sieht so aus, als könnte man das aufmachen, weil ja? Links und rechts nichts dran ist. Nee, die sind festgeschraubt okay. Hier. Aber oho. Fliegenschutzgitter. Linerklasse. Wir müssen mal ein bisschen lachen. Nein, ist keine Liner-Klasse. Nicht. Rollos sind hier. Ich weiß nur nicht genau, wie das funktioniert. Ich will es auch nicht kaputt machen. Ah, jetzt weiß ich es. Guck hier. So, dann haben wir hier zwei drehbare Sitze. Genau. Hier drüben haben wir auch noch welche. Wir haben hier einen kleinen Tisch, den man klappen kann. Nein, nicht klappen. Kann man was ausziehen hier an der Seite? Wenn man wüsste, wo? Hier. Siehst du? Wir sind nicht so Kastenwagen erfahren. Das ist ungewohnt, dass der Peter die Kamera hält. Ich hab keinen Bock heute. Den Tisch kann man ein bisschen verlängern, dass der Beifahrer auch hat. Steht Campingtisch-mäßig stabil. Peter, ich hab mir immer nur das Telefon klingelt. So. So. Gibt es denn auch eine Küche? Ob's eine, klar, selbstverständlich gibt es eine Küche. Wäre jetzt cool, wenn man das umklappen könnte. Den geht so rum auf. Ach, guck. Ach, guck. Da oben ist der Schnörpf. Hätte sich auch mit dem Auto vorher beschäftigen können. Nein. Nein, das ist nur der halbe Spaß, gell? Ich will das nicht kaputt machen, du. Genauso hoch. Der geht nicht hoch. Ich brauche den Tricks. Sagst du mir den Trick, wie ich das aufkriege? Hier rausziehen und dann wird die Küche gerückt. Dann hat man hier das Waschbecken und hier nochmal zusätzliche Arbeitsfläche. Und man kommt auch wenigstens rein und raus. Wobei man jetzt nicht rein und raus kann, im ausgezogenen Zustand. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, aber hat man ja immer meistens alles parat. Wie viele Leute verzweifeln an dem System? Wenn du es mal weißt, dann ist es okay. Ja. So, Küche hast du nicht zerstört. Ich habe die Küche nicht zerstört, ich habe mir Hilfe geholt. Da kannst du mal nach hinten gehen. Nein, ich mache jetzt nochmal Küche hier. Guck mal, man kann hier mit Schnörf. Und letzter Effekt. Damit man ans Waschbecken kommt, kann man die Küche ausziehen. Dann hat man hier ein Waschbecken. Das Handtuch liegt nur da, dass es bei der Fahrt nicht klappert. Zwei Flammenkocher. Der Eingang ist ein bisschen klein jetzt. Hier, da muss man da durchgehen. Und hier hat man ein Fach für Flaschen und Gewürze. Ich dachte, da muss man durchgehen. Nein, da aber schon her, das schwenkt mit rein. Das müssen sehr flache Sachen sein. Naja, Flaschen halt, kleine Flaschen. Aber das ist das untere Fach. Da kannst du noch Handtücher reintun oder Nudeln und passierte Tomaten im Tetrapack. Sowas kannst du alles da reinlegen. Oder stückige Tomaten. Aber die gibt es oft nicht im Tetrapack. So, und jetzt kommt man auch hier wieder raus. Jetzt komme ich auch raus. Das Bad. Quadratisch praktisch gut. Kleines Heki. Dusche. Kann die Tür jetzt zwar zumachen, aber dann. Die Toilette muss man rausfahren und es gibt ein kleines Klappverschwecken. Und einen kleinen Schrank. Den muss man auch herfahren. Kann man jetzt von außen schwer machen, gell? Aber es geht. Und wieder zurückfahren.
Und hier oben gibt es noch den kleinen Bügel, den man runterklappen kann. Muss man aufpassen, dass man da nicht die Dusche mitnimmt. Da kann man dann zum Beispiel seine feuchten Jacken noch in der Dusche trocknen. Ich lege mich mal ins Bad, dann kann ich euch noch den Kühlschrank zeigen. Kleines Gefrierfach oben. Für zwei ganz ordentlich. Wir waren ja noch gar nicht fertig in der Küche. Verschiedene Lichtschalter. Wie schalten die? Vermutlich Ambientebeleuchtung und oben noch mehr Ambiente. Gelbes Ambiente-Licht, blaues Ambiente-Licht, je nach Gusto. Und allgemeines Licht. Ja, OP-Beleuchtung. Wenn du dann mal was suchst. Da ist übrigens der Fernseher, ja. Mit einem Movia-Kastenwagen drauf. Das trifft sich ja gerade gut. Gell? Sehr schön, ich liebe das. Flaschenauszug. Und oben drüber ist noch Müll. Ja, das ist ja cool. Zumindest praktisch, dann weiß man wenigstens schon mal, wo man den hin tun kann. Das ist ja mal ein bisschen schwierig. Kommen wir nicht mehr raus. Da steht hätte ich gerne. Ja. Und da steht hätte ich. Ich habe noch einen Schrank entdeckt. Schau mal hier. Ja, ich glaube, das ist nur zum Abschließen hier. Das kannst du alles zumachen vielleicht. Oder ich denke, das ist die Sicherung dafür, dass dir die Küche nicht schwankt, rausschwappt beim Fahren. Schublade 1, Schublade 2, Schublade 3. Wow. Es ist gerade kein Besteckschubkasten mit drin. Kann natürlich sein, dass der hier zur Messe rausgenommen worden ist. Im Schlafzimmer haben wir 5 Oberschränkchen. Und noch 2 Ablageregale links und rechts. Das war die Treppe. Und dann hier noch. Ups. Neben dem schicken Spiegel, kann ich mich mal hinstellen, guck, mit Spiegel. Ein Mini-Hängeregal für 4 Blusen, passt das vielleicht. Vielleicht 2 Blusen, 2 Hemden. Und das Bett. Längsbetten. Ein Fenster links. Keine Fenster in den Türen und ein Fenster rechts. Aber ein bisschen verbreitert hier hinten, um die Liegefläche einfach noch ein bisschen zu erweitern. Für mehr Stauraum kann man die Betten hochklappen. Die Matratzen liegen auf Lattenrosten. Keinen Raum umgenutzen lassen. In den Treppenstufen befinden sich noch kleine Fächer. Die liegen ordentlich auf, hatten wir auch schon mal, dass die nämlich durchgebrochen sind. Das war aber nicht beim Moveo. Hinter dem Fahrer gibt es noch ein kleines Fenster, das man ausstellen kann. Und oben drüber haben wir noch ein Staufach. Und die Sattanlage ist da. Und der Hauptschalter für den Fernseher und die Satellitenschüssel. Und über dem Tisch haben wir noch ein Panoramafenster. Und links und rechts neben dem Fahrer und dem Beifahrer sind noch kleine Ablageflächen. Dadurch, dass das große Panoramafenster hier vorne ist, ist das sehr freizügig hier oben. Großräumiger. Wir sind halt freizügig, gell? Es gibt auch eine ausfahrbare Trittstufe. Um diese zu schonen, sind auf den Messen immer so richtige Stufen. Der Van hat Rahmenfenster. Frischwasserzufuhr ist auf der Beifahrerseite. So, stehen wir noch am Heck des 63 EB. Hier oben kleine Ablageflächen noch. Die kommst du aber nicht ran, wenn die Tür zu ist. Dann gibt es aber eine Steckdose, eine, zumindest hinten, sodass man 2 Geräte aufladen kann. Hier kann man nochmal sehen, dass das hochgeklappt werden kann und dann wird es hier zusammengesteckt. Es gibt natürlich eine schöne Ladefläche dann. Wir haben hier unten drin noch ein kleines Schränkchen. Da muss man sich aber gut überlegen, was man da reinpackt, damit man da eben auch gut rankommt. Noch ein kleines Schränkchen. Dahinter wird der Wassertank sein. Hier kann man eine Außendusche anstecken. Und auf
der Fahrerseite, sieht man nicht so, ob ich links oder rechts vertausche, kann man auch zwei Gasflaschen unterbringen. Nee, eine. Nee, zwei. Zwei Flaschen, aber es ist, ist ein Duo-Control. Der hat sich nur versteckt. Also, ja. Ist eine Duo-Control und Crash-Sensor ist drin. Haben wir mal ein Video drüber gemacht, wie wir die Duo-Control bei uns haben einbauen lassen. Hier oben befindet sich die dritte Bremsleuchte und die Rückfahrkamera. Die brauchen wir auch ganz oft. Das ist nämlich wichtig. Da steht er mit 68.790 € ist ein Fiat Ducato mit 120 PS, 6D Final. Ja, gegen Aufpreis kann man ihn auch mit dem 140 EcoPack Motor haben oder mit 180 und dann gibt es ihn bestimmt auch mit der Wandlerautomatik. Komplettpaket, das heißt alles, was hier in dem Fahrzeug drin ist, wie zum Beispiel Heckfahrkamera, großes Display im Radio, Sat-Anlage, Markise, ist alles im Preis mit inbegriffen. Wenn ihr einen Katalog für die Movio-Vans wollt, einfach hier abscannen. Haben noch was rausgefunden. Diese hübsche Leiste ist immer mit dabei. Und gefällt dir? Ja, aber für mich alleine vielleicht. Zu zweit wäre es für uns ein bisschen eng, aber das ist nun mal. das ist halt für große Leute, muss man es wirklich mal ausprobieren mit den Toiletten, ob das für jeden so passt. Ein Bus ist natürlich cool, der ist schmaler, da kommst durch engere Gässchen durch, das ist ein bisschen kürzer. Parkplatzsituation ist da vielleicht ein bisschen einfacher, aber man muss ja auch bedenken, man wohnt ja mehr in so einem Van, als dass man mit ihm rumfährt. Muss jeder aber für sich selber entscheiden. Falls euch dieses kleine Video gefallen hat, freuen wir uns über einen netten Kommentar, einen Daumen hoch. Wie ist denn eure Verhältnis zwischen Van oder doch teilintegrierten oder fahrt ihr vielleicht gar so eine Liner? Das sind ja zwei Busse dann. Schreibt es in die Kommentare, ich werde es nie lernen. Also, ansonsten... Habe ich doch schon gesagt. Abonnement ab. Lasst uns gerne ein Like hier oder ein Abonnement. Da freuen wir uns immer sehr. Und wir bemühen uns auch, alle Kommentare zu beantworten. Das macht dann der Peter.